Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeswehr zieht aus Incirlik ab, und das ist richtig so. Die letzte Forderung aus der Türkei, das Besuchsrecht der Abgeordneten daran zu koppeln, dass türkischen Soldaten und türkischen Beamten kein Asyl in Deutschland gewährt wird, ist eines Rechtsstaats unwürdig. Ein Grundrecht kann man nicht gegen ein Besuchsrecht eintauschen. Und meine Damen und Herren, dass dieser Handel überhaupt vorgeschlagen worden ist, wirft ein bezeichnendes Licht auf die aktuelle türkische Regierung und ihr Rechtsstaatsverständnis. Und meine Damen und Herren, an einem solchen Punkt muss man auch die Kraft haben, ein Zeichen zu setzen. Denn wenn man auf dieser Basis mit einer Regierung, noch dazu der Regierung eines NATO-Partners und mit der Regierung eines EU-Beitrittskandidaten weiter verhandelt, dann nimmt auch die eigene Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der westlichen Welt insgesamt ab. Und der Schaden, der dadurch entsteht, ist viel größer als der Nutzen, den man in der Sache erreichen kann. Und deswegen ist es richtig, dass diese Entscheidung jetzt so gefallen ist. Und jetzt kommt jetzt darauf an, dafür zu sorgen, dass der Profiteur der Entscheidung nicht ausgerechnet der Islamische Staat ist, sondern dass es möglichst schnell gelingt, auch den Ausfall der Bundeswehr zu kompensieren, eine Lösung dafür zu finden. Und es kommt jetzt auch darauf an, möglichst schnell auch eine Lösung mit der Türkei zu finden über die anderen Streitpunkte, Stichwort inhaftierte Journalisten. Darüber haben wir ja gerade eben auch schon gesprochen. Eigentlich wäre jetzt nach dieser Entscheidung der Bundesregierung es auch gut gewesen, wenn die Grünen und die Linken ihren Antrag zurückgezogen hätten. Aber nachdem sie ihn nicht zurückgezogen haben, kann ich Ihnen nicht ersparen, dass ich mich mit ihm auch ein bisschen beschäftige. Meine Damen und Herren, ich habe ihn auch dabei. Schon alleine, dass Grüne und Linke jetzt gemeinsame Linien in der Außenpolitik formulieren, ist ja schon mal ein Zeichen. Aber viel bemerkenswerter finde ich ja, dass Sie dafür Textvorlagen der Linken verwenden. Wenn ich mir den Antrag anschaue, zwei Sätze, gerne beginnend mit den Worten Sofort und Abzug und Bundeswehr, ohne weitere Begründung. Das sind eigentlich Anträge, die wir sonst nur von den Linken her kennen. Aber der Vorteil der kurzen Anträge ist, man kann sie auch vorlesen. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und die parlamentarische Kontrolle muss zu jedem Zeitpunkt möglich sein. Meine Damen und Herren, da unterschreibe ich noch. Das ist auch richtig. Aber es geht weiter. Die Bundeswehr wird daher mit sofortiger Wirkung vom Standort Incirlik abgezogen. Und meine Damen und Herren, Grüne und Linke klatschen jetzt. Ja, aber ich halte diesen Satz, diese Schlussfolgerung für fatal, weil sie uns erpressbar macht. Und man kann jetzt zu Ihrer Verteidigung Ihnen sagen, dass Erdogan auch ohne Grüne und Linke darauf gekommen ist und genau an diesen Punkt angesetzt hat. Das Besuchsrecht ist doch ein wunderbarer Hebel für so einen Herrscher, mit dem es ihm ja gelungen ist, uns jetzt über Monate hinweg zu provozieren und mit dem er zum Schluss auch den Abzug der Bundeswehr mit erzwungen hat. Und es ist doch klar, dass jetzt sofort der nächste Herrscher sich überlegt, ob er diesen Hebel denn nicht ansetzen kann und dass wir uns mit dieser Frage wieder beschäftigen müssen. Und meine Damen und Herren, ich bin auch für den Abzug der Bundeswehr. Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass wir zurückziehen. Aber ich bin dagegen, dass wir uns selber erpressbar machen. Und ein großer politischer Staatsmann hat den Satz geprägt, die oberste politische Tugend ist die Klugheit. Und ich finde diesen Antrag nicht besonders klug. Ich fände es klug, wenn Sie ihn zurückziehen. Sie haben jetzt noch die Chance. Wir werden ihn in jedem Fall ablehnen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.